Ich habe immer wieder mal gehört, dass man sagt, Deutsche sind Leute, die sich für gar nichts begeistern können. Distanziert, cool, abgebrüht. Irgendwelche Leute, die man schlecht abholen kann, die man schlecht gewinnen kann für etwas. Weißt du, ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Das stimmt nicht. Mal ganz abgesehen von den Erfahrungen der Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft in den letzten Jahren, glaube ich, dass es einfach nicht wahr ist. Deutsche können sich voller Begeisterung für etwas hingeben, wenn sie einmal Feuer gefangen haben. Im vergangenen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, haben wir das erlebt in negativer Weise, wie Deutsche wirklich sich begeistert haben für etwas, was sich dann als sehr, sehr trügerisch erwiesen hat. Aber es zeigt die Bereitschaft dieses Volkes, sich wirklich für etwas begeistern zu lassen und mit ganzem Einsatz hineinzugehen. Was dort im Negativen geschehen ist, ich bin sicher, dass Gott das im Positiven in den nächsten Jahren tun wird. Weißt du, es gibt amerikanische Sprecher, die nach Deutschland kommen, in Veranstaltungen, Konferenzen, und die beeindruckt sind von dem, was hier passiert. Wir bekommen das gar nicht so mit. Ich erinnere mich an einen sehr bekannten amerikanischen Sprecher, Wellington Boone, der als Promise Keepers Sprecher sehr bekannt ist. Und er war in Deutschland bei einer Veranstaltung mit 600, 700 Männern und er hat gesagt, wow, hier ist mehr geistliche Power, mehr Hingabe an Anbetung, als ich es in den USA bei 80.000 Promise Keepern erlebt habe. Andere Sprecher sagen, die Deutschen sind ein Volk, was voller Begeisterung anbetet, wenn sie einmal Feuer gefangen haben. Und sie sagen, das ist noch vor den alten Germanen, das waren Kämpfer, das waren fleißige Leute, das waren Anbeter mit ihrem ganzen Herzen. Und das muss irgendwie noch hier drin sein. Ich weiß nicht, ob wir das so eins zu eins übernehmen können. Aber interessant ist, dass deutsche Männer, deutsche Frauen gewonnen werden können und sich begeistern können, auch für die Sache Gottes. Ich bin sicher, wir bewegen uns in etwas hinein, wo Gott Großes tun wird in diesem Land und wo Menschen in diese Begeisterung hineinkommen. Lass dir nicht erzählen, dass die Deutschen alle so cool und abgebrüht sind. Lass dir nicht erzählen, dass es nicht möglich ist, Menschen für Jesus zu begeistern. Das ist etwas, was vom Feind kommt. Tatsache ist, wenn Gott die Herzen der Menschen erreicht, dann werden sie voller Begeisterung sein für das, was er tut. Und in dem Sinne glaube ich, Gott hat viel mehr für Europa, hat viel mehr für Deutschland, Österreich und die Schweiz und er hat auch viel mehr für dich.